Das Schöne am Biken sind die Überraschungen. Was befindet sich hinter der nächsten Kurve, hinter dem nächsten Stein? Und wird die Tour halten, was sie verspricht? Wir sind losgezogen, um uns überraschen zu lassen. Vom Durana Pass. Der Durana Pass ist ein Klassiker. Wir nehmen ihn heute vom Wiesflohjoch aus in Angriff. Doch dort erwartet uns die erste Überraschung. Es hat über Nacht geschneit. Doch als wir in den Sattel steigen, erwartet uns die nächste. Es ist fahrbar, sogar erstaunlich gut. Dann wird es spannend. Der Tritt ist eine steile, ausgesetzte Treppe, die schon im Trockenen hakelig ist. Hier auszurutschen wäre auch eine Überraschung, aber definitiv eine böse. Die Stimmung steigt, als wir den Schnee hinter uns haben, denn überraschend gut und schnell geht es plötzlich voran. Schließlich erreichen wir Langwies und damit den ersten echten Aufstieg des Tages. Und während wir den Uphill noch in dichten Wolken bewältigen, erwartet uns oben am Pass eine weitere, schöne Überraschung. Die Sonne ist da. Und wenn der Wegbegleiter dann aus dem Rucksack noch eine Nusstorte zaubert, dann ist die Überraschung perfekt. Nun geht es in die finale Abfahrt. Und die stellt sich heraus als eine feuchte Angelegenheit. Doch bald schon wird es trockener und unser Downhill nimmt Fahrt auf. Ihr seht, der Durana Pass ist eine Tour voller Überraschungen. Und darauf kommt es hier an. Denn ohne Überraschung wäre Mountainbiken nur halb so schön.